Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars Flag in the Universe Staffel 5, die Hardcore-Staffel an einem neuen Tag. Heute ist der 25.02., zweite Tag des Angriffs auf die Ukraine. Zweieinhalb, die Oma, zweite Tag sein wir davon wissen. Bin mit. Wieso bildet sich eine Blase über meinem Kalziumgetränk? Bang. Mit relativ guter Laune aufgewachsen. Aufgewachsen sowieso nicht. Aufgewacht, weil. Ja. Wenig geschlafen. Nein, ist wichtig. Und dann. Welche Fensterblöcke sind das hier? Früh wach geworden. Scheinlicherweise. Um 6 Wecker geklingelt, weil ich mir das eingestellt habe. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Jawohl. Und jetzt noch eine Drain. Und weil ich das gerade so sehe, das stört mich schon wieder an. Eine müsste ich doch machen. Gar nicht erst alles darunter fließt. Und ja. Jetzt fühle ich mich voll Energie. 11.50 Uhr mal Blumenkästen einkaufen weiter. Ich müsste mal durchziehen, wie viel ich jetzt habe. Ich glaube 8 Meter länger oder so. Blumenkästen mitgezählt. So, passt doch mal gucken. So, das letzte Mal hatten wir die Energieprobleme mehr oder weniger gelöst. Das erste. Weil die Batterien da oben sind voll. Voller Geräten. Das heißt, wir müssten mehr Batterien schaffen, dafür wollten wir aber erstmal neue bauen können. Und dafür fehlt uns Advanced Processor, wenn ich mich nicht irre. Richtig? Ja. Prototype kriegen wir ja Zeit und hier werden wir uns auch. Oh, das können wir auch noch machen. Ach, 3800, ja, da war's. Ich wollte erst. Nee, eigentlich haben wir da erstmal nicht. Jetzt sehen wir uns hier die Forschung auch für das hier. Auch nämlich nicht so viel. Also brauchen wir Advanced Processor und dafür braucht man den. Und zwar in. Ich habe keine Ahnung, was man schon. Nein, Blödsinn. Engineering, meine Güte. Oh, ich bin wirklich eine neue Maus besorgt. Nein. So. Achso, wir brauchen bloß ein Prototype. Okay, und ein bisschen Silikon. Silikon müssen wir für die Borbs jetzt daran haben. Ein bisschen, also brauchen wir ein Prototype. Mhm. Was zum Sorgen jetzt wahrscheinlich nicht ganz so leicht werden wird. Weil ich keine Protoseed-Pflanzen habe. Naja, Protoseed. Dafür wachsen die Burger. Und wenn das Spiel jetzt abstürzt, haben wir ein Problem. Jetzt freue ich mich schon auf die Zeit, in der wir hier die Autofarming haben. Cheeseburger. Also zu essen haben wir erstmal, wo wir gerade dabei sind. Mmh, vollen Hamburger. Was haben wir jetzt für Effekte? Bonusenergie, Bonusgesundheit, voller Bauch. Herrlich. Die Lava kann ich auch mal reduzieren. Die macht nämlich weniger, wenn ich nicht alle drei Kolben bediene. Was hier ein bisschen verwirrend an der. Ich werde das Ding nicht größer machen. Kommt in Frage. Wenn ich das so mache, macht jetzt. Sieht man sofort, wird er langsamer. Reicht aber allemal aus. So, Methanol und allem kannst du produzieren, bis der aufkommt. Jetzt noch mehr Wasser. Viel Spaß. Wenn die Batterien sind, kannst du einfach voll. Habe ich die schon gescannt? Ja. Also, wenn wir uns jetzt erstmal Prototype besorgen. Woher auch immer. Ach, wo kriegen wir den gleich sogar schon irgendwo raus? Nee, ne? Nur aus dem, das hat man schon mal geguckt, aus dem radioaktiven Material, ne? Was wir gerade nicht haben und dafür müssten wir wahrscheinlich. Roto. Liquid will ich jetzt noch gar nicht wissen. Rockbreaker, Protostone, Geoden, ja, super. Protowelten. Hatten wir schon eine? Ich habe keine Ahnung. Auch zum Chef. Fahrstuhl ist oben, wunderbar. Ich esse weiter mein Müsli. Schätze mal, das habe ich nach einer Woche alle. Mal. Oder haben wir hier gleich was passendes? Wo sind wir überhaupt schon mehr? Auf einer Welt, bei der wir nichts wollten, oder? Was die Burg abgeschossen wurden? Ich hab keine Ahnung. Hier gab's eh nicht, also raus aus der Welt. Nummer 3, dann Nummer 4, was gibt's hier? Ja. Gasriese. Können wir ihn noch nehmen. Noch nicht. Die Raumstation wird noch ein bisschen dauern. Nur den ganzen Mac-Quatsch machen. Aber ich will erstmal auf dem Planeten ein bisschen siedeln. Ne? Wir haben es nie eilig und Story und so. Ja, ja. Haben wir jetzt oft genug nebenbei gemacht. Wahrscheinlich noch nebenbei. Nein, du sollst. Dankeschön. Triangulum, ohne schlecht. Protopäusen. Schön, aber nicht ganz die Welt, die wir suchen. Das auch nicht. Aber wir bleiben erstmal im System voraussichtlich. Was gibt's hier?
Scorched. Protowelten. Brauchen wir jetzt eine Protopoisonabwehr. Okay, klar. Wie viele Fackeln haben wir? Fackel. Jetzt habe ich endlich mal wieder gesagt. Oh, Prototype. Die wird jetzt auch gut. Haben wir später erstmal mal Prototype. Protopoison Protection. Das ist jetzt ein anderes Thema. Also runtergehen, Flagge setzen, wie auch immer. Kann ich bei dir kaufen? Kann ich den Kumpel? Ich will doch nur was kaufen. 1108, leck mich. Hol es mir mal gerne. Flaggen im Sturm. Und hier. Jungen Fleck, damit alle denken, ich wäre ein Mensch. Hahaha! Bin ich ein fleischfressender Saiyajin? Gibt bestimmt auch Saiyajins zum hinzufügen. Wahrscheinlich noch mit Super Saiyajin-Funktion. Ich weiß es nicht. Ja, na klar. Leck mich. Ich will doch nur mal für 5 Sekunden auf einem Planeten sein, ohne dass mich einer angreift. Ist das zu viel verlangt? Oh, mit Blumen. Sag mal, Kumpel. Haben wir es oder haben wir es nicht? Ach, Titan. Haben wir aber gerade genug. So. Ich habe niemand die Nummer gemerkt. Egal, 008. Rot ist halt. Proto World. Reicht ja. Aber offensichtlich haben wir nicht genug Widerstand dagegen. Also erstmal hoch auf den. Oder mir gerade so welches. Ich sag's nur ungern, aber wir werden diese Welt jetzt wohl die Folge sehen. Letztes Mal, ich sag eine kurze Folge, da waren es 50 Minuten. Achso, Bildschirmmodus läuft jetzt auch wieder, wie ihr seht. Im Fenstermodus. Also ihr seht es nicht, ihr seht nochmal das Bild, mehr oder weniger. So wie vorher auch. Ich musste erst im Fenster. Ich frag mich nicht. Im fensterlosen Vollbildmodus ohne Fenster. Im Fenster, ich frag mich nicht. Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen, es funktioniert. Ihr wollt es auch nicht wissen. Ab zur Siedlung. Mir tatsächlich noch beim McGates oder was ist ein Cappuccino zu exportieren? Kilo für fast 2 Euro. Dummerweise muss ich zugeben, dass das Zeug gar nicht so schlecht schmeckt. Also unnötig süß und so. Wahrscheinlich kann ich nicht mehr als 2-3 Tassen drin, aber ja. Für den Moment wurscht. Oh, man muss mal direkt. Hier, du nimmst mal Störung, ne? Jetzt als Double. Krass. Lassen, weil das war Protosäulen. Musst du nehmen. Richtig? Dusche, kannst du das nehmen? Ja. Wir haben ja schon was. Unbedingt. Ich hätte mir die einfach Protosäulen geben können. Protosäulen für alle. Ich habe auch eine Melodie im Kopf und ich weiß nicht einmal, woher sie kommt. Das war's nicht. Okay, warum nicht? Ich meine, es hat auch mal was, sich diese Maschine anzugucken. Hier. Ich weiß, die Geräuschkulisse ist für euch wahrscheinlich gerade nicht angenehm, aber ich habe sie extra nicht zu laut gemacht, hoffe ich. Sonst muss ich etwas lauter reden? Für meine schwerhörigen, über 60-jährigen Zuhörer? Also wenn ihr einen YouTube-Account schon habt, könnt ihr ruhig mal kommentieren, wie alt ihr seid. Würde mich mal interessieren. Offensichtlich nach Yu-Gi-Oh! Habe ich immer noch 2-3 Zuschauer. Weiß zwar nicht woher, aber ja. Freut mich immer. Ob die nach den ersten 20 Folgen der Staffel wieder durchgehalten haben bis zu diesem Bau. Weiß ich nicht. Aber man kann den einfach. Okay. Jetzt hier oben wieder den anderen Stern anschauen. Es ist nachts, die Batterien sind ja alle. Ist das nicht schön? Oh, kann ich dich hier hinkommen? Ja. Du machst wirklich nur Steine. Okay. Deswegen heißt der Rock Rusher. Und dem Sifter, dem normalen, muss ich mal. Ich hab noch nichts denn hier? Komisch. Na gut, da hinten. Du musst jetzt erstmal schlafen. Milch. Irgendwas anderes, das wir gerade dringend los haben würden. Meint dann so nicht. Also, vielleicht mal gucken, was da rauskommt, ne?
Öl. Na gut. Aus Teer wird Öl. Von mir aus. Teerblöcke werden wir jetzt eigentlich drauf was lieber. Ich muss wieder Lava holen bald. Also jetzt nicht unbedingt sofort, aber. Ne? Was wollte ich jetzt hier unten? Achso, Protopoisen-Dingsbums. Dafür werden wir erstmal am besten gleich eine komplette Rüstung brauchen. Da war eine Armory hier drüben. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Dura-Stahl war auch noch was, ja. Jetzt nicht. Das hilft mir alles nicht. Protocyte, was? Protopoisen-Immunität, das ist ja schön. Brauche ich aber drei Protocyte bauen. Der Rest ist nicht das ganz große. Eritär, was war mit einem Algen. Oh, das ist ein Problem, nämlich die Anpflanzen. Und Toren. Diamanten will ich gleich auch nicht opfern. Nee. Gehen wir kurz. Proto. Wenn es Proto von dem Lachs fällt, auch Lichtstorm. Das klingt gut. Silk und Miracle. Oh, Miracle Grassroot. Warte, macht eine Trough irgendwo liegen im Endeffekt? Ich bin raus, hat hier. Ich muss mal kurz gucken. Hier haben wir keine, oder? Hab ich befürchtet. Aber wir haben ein Genlabor. Nicht das hier, sondern das andere. Mir, sag mir, dass ich die schon. Ja, Miracle raus, danke. Was brauche ich dafür Gene? Vielleicht nicht ganz so viel. Ich kann bloß eins, okay. Dann werden wir das mal kurz herstellen, dann, während das da irgendwo oben angezüchtet wird. Das wird jetzt nie ewig dauern. Hoffe ich. Wir brauchen eigentlich so viel Kartoffeln. Die können wir hier reinstopfen oder so. Haben wir gerade das Wasser für übrig. War es Zufall? Nee, hätte ich vielleicht holen sollen. Ach, oh, jetzt gehen die Batterien langsam runter. Ist das? Ich weiß, normalerweise will ich das automatisieren, aber das Automatisieren haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir andere Sachen. Genau deswegen machen wir das alles ja, damit wir automatisieren können und nicht hier rumlaufen müssen. So, rein da. Ich weiß, ich könnte Salzwasser verarbeiten. Hab ich schon begriffen, danke. Werde ich auch gleich machen. Einen Augenblick. Algen rein, danke. Haben wir Salzwasser gerade mit dran? Dann muss ich mal zu. Nee, das ist da oben. Haben wir es auch schon verbraucht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht damit runter. So, was brauchten wir noch? Also die Dinger sind wir jetzt gerade am Bauen. Das ist nicht das Problem. Was war's? War die Voraussetzung für Proto-Dinger? Und Silk. Das braucht mehr. Woven Fabric. Na gut, das ist vielleicht nicht die ganz große Herausforderung. Vielleicht aber doch. Silk. Können wir auch herstellen, wo wir schon sind? Oder auch nicht. Wir wissen noch gar nicht, wie Silk hergestellt wird. Schön. Hatten wir nicht irgendwo ein Backhaus? Bestimmt. Irgendwo. Colony Station machen wir einen anderen. Jetzt nicht. Silk. Kann man das herstellen? Ich habe keine Ahnung. Silk? Stimmt nicht hier. Ich habe ein Problem. Pflanzen links von oben. Vielleicht da. Ich meine, ich kann noch schnell mal in Wiki reinschauen, aber da seht ihr ja nichts von. Ich gebe Silk an den Monster Lodge. Es fehlt jetzt ernsthaft Holz, ist das ernst? Sollte reichen. Dann kann ich die große nicht machen. Achso. Tanksten war mir von mir aus. Das tut man nicht alles, um ein bisschen Silk zu kriegen. Vorzugsweise schnell. Apropos, kriegen, wohin genau wollen wir das eingestellen? Wie geht denn mit der Platte? Hier ist Labor. Ich hasse es. Ich muss wohl doch mal langsam anbauen hier, wa?
Ist ja nicht so, als ob hier unten die Platz wäre mittlerweile, ne? Aber wie lange brauchst du da unten eigentlich noch? Ist bald mal fertig. Bei dem Tempo sitzen wir morgen noch da. War so nicht Absicht, ich schwöre. Komplett an neue Bäume, keine Sorge. Links und rechts. Mit Protoschälen jetzt nicht, vielleicht. Sand muss ohne sein, wäre aber lustig. Gebe ich zu. Ich lege nun gerade einen Unterschund, damit ich die Dinger hinstelle. Unterschund, genau. Ganz da. Ganz da habe ich gesagt. So, und jetzt können wir nämlich hier wo Häuser hinstellen und links und rechts davon. Die Sätze von den Bäumen, die wir gerade geerntet haben. Alle schön wohl für hier, danke. So, wir haben so. Okay. Ja, stimmt, ist schon ein bisschen wild, aber wirklich noch ganz lang. So, die bräuchten auch bald wieder. Alles zu seiner Zeit. Was habe ich gesagt, Bruno? Haben wir es jetzt? Type. So, danke. Brauchen nur Silk dreimal. Und Miracle Grassroots. Okay. Was machen wir eigentlich danach? Können wir Kaffee schon machen? Können wir. Dann brauchen wir. Seeds. 14 Gene! Was war? Haben wir eigentlich irgendwas Besonderes, was wir brauchen können? Apple Sapling. Applewood, Apple. Pearwood, Pear. Peachwood, Peach. Ne, super. Und sonst? Irgendwas, was Fabric macht, wäre nicht schlecht. Müssen wir aber alles erst davor spalten. Brauchen wir auch, aber für die noch nicht. A plant of 100 different flavors, also eine Hühnerpflanze. Mhm. Tomaten, Sugarcane für die Alkoholproduktion, später. Kiwi Seed brauchen wir jetzt nicht, Hopfen, nein, Grape Seed. Später mal. Wieso braucht man da zwei Living Root? Ich frag doch mal erst. Ach, das heben wir uns jetzt auf. Apropos. Stick of Ram und Advanced Circuit ist mir ein bisschen zu teuer gerade. Dann gehen wir hoch, holen uns die Pflanzen, machen das Survival Pack und dann holen wir uns Protocyte. Das können wir ja mal ruhig in der Aufnahme lassen, sage ich. Finde ich. Ist nur angemessen, müssen wir schon wieder Lava beholen. Ist ja nicht zu fassen. Und ja, wir haben einen Inventar voller Ohren, ich weiß. Umso interessanter, dass gerade Protoss hat. Nee, ist schwer, schade. Hätte ja klappen können. Deswegen Automatisierung. Hierüber will ich. Ja, also jetzt nur die warten, bis der Zyklus abgelaufen ist. Na, was soll's. Bringt ja alles, Forschungspunkte hinzuwarten. Lange halt. Wolken sinnfrei. Attack Cards wäre nicht schlecht. Könnte man nämlich neu bauen. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Stick of Ram brauchen wir wieder 10 oder so. Oder? Was für Zink? Leafpad Seeds, Prophet Pulp, Angry Power and Health, Legendary. Aha, na, wenn ihr das sagt, wieso sammle ich immer Saat? Die Eier will ich auch in der Tasche haben. Leafpad Seeds, will kein Mensch haben hier. Seed, 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 weg damit, Hopfen Saat. Sapping, Sapping, Sapping. Seed, voll die Kiste. Oh Mann, bis wir eine Baumplantage. Das wird Platz brauchen, denke ich. Manche Bäume sind XL. Gut, hier sind keine Mammutbäume dabei, aber. Oh Mann. Walnuss. Und Paranüsse. Habt ihr schon mal Walnüsse und Paranüsse zugleich gegessen? Das ist nicht. Wie das Röntgenbild einer Qualle. Das ist nicht spannend. So. Aber da können wir ja ein bisschen Müsli machen. Weil alle wissen, dass Müsli lecker ist. Ich habe ja eine Küche, was soll der Quatsch? Kirschporridge, immer.
gemacht? Weiß kein Mensch. Sag mal, habe ich hier gerade drauf gedrückt? Kühlschrank. Reserven. Erstmal ein Großvorrat haben. Das hier, was wir alles nicht gerade brauchen. Latte. Voll. Das da rein, das dran. Ich weiß nicht mal, warum ich den ganzen Scheiß überhaupt habe. Quatsch, jetzt mache ich das anders, bin ich blöd. Jetzt kein Wunder, dass ich mich die ganze Zeit gewundert habe. Einmal hingeguckt. Jesus, Mann. Warte halt. Ach, ja, muss ich auch. Kein mit dem Blödsinn, ja. Jetzt eh niemand haben. Total damit genug. Kartoffeln, wieso hab ich keine Kartoffelrezepte eigentlich? Da stimmt doch was nicht. Wo finde ich die? Guck ich mal woanders mal. Ich weiß, wir sammeln gerade Forschungspunkte, aber die waren wir. Bienen jetzt in nächster Zeit nicht. Fischen sowieso nicht. Das ist nicht kochen, okay. Chemistry? Ich wüsste zwar nicht wieso, aber was gibt's denn hier schon wieder? Mhm. Puls, Waterball, Saltwater, Water. Ja gut, 350 Punkte mache ich mir nicht mehr. Das ist schon her. Liquid Nitrogen können wir gebrauchen. Das ist sehr schlimm, Mann. Ja, nicht die Zutaten, sehr gut. Wie für ein Fuel interessiert mich, wie für eine Farbe. Was gibt's hier? Das ist schon eher. Aber die 4000 Punkte werde ich jetzt bestimmt nicht investieren. Und ich brauche offensichtlich erstmal die anderen. Ja, klar, ich muss ja hier reinkommen. Ist aber auch noch keine Lebensmittel. Möchte ich festhalten. War das hier? Ja. Vielleicht ein Chip. Das ist wirklich nur Rüstung, so ein Blödsinn. Oder? Sehe ich gerade blind. Das sind die alkoholischen Getränke. Schön, aber nicht jetzt. Wohnen, also hier. Ernsthaft? Die muss ich also erst 16 davon haben, bevor ich. Okay. Wir müssen jetzt noch so runter. Gucken, ob wir noch haben. Und es regnet, wer hätte das gedacht? Wir haben null, bitte wissen. Einmal Inventar lernen hier, danke. Ja, auch nicht. Warum überrascht das mich nicht? Und es regnet. Kurze Folge hatte ich gesagt, ne? Ja, klar. Seht ihr, wie der Regen abläuft? Es hat sich gelohnt. Soll keiner sagen, dass es nicht so ist. Ihr Vermaledeiten, macht schnell! Das wird ja morgen noch da bei dem Tempo. Ich gehe mal kurz hoch und gucke, ob ich das Silkreiber auch irgendwo raus extrahieren kann. Ich wüsste zwar nicht warum, aber wir sind in Starbound Freak Universe. Hier muss man mit allem rechnen. Silk. Fibre. Ist auch gut. Weiter Silken, Black and Tree Seeds. Ja, die stelle ich jetzt neben Großvater, ja, die Gene habe ich dafür. Bin nicht mehr zu crushen, du hast nicht mehr zu crushen. Ich werde wohl irgendwas zu crushen haben, ja? Oh, Heavy Stone, nein. Was ist du? Ach, du stellst was her, aber was ist mir ja eigentlich schon ziemlich wurscht. Ich bin ja schon glücklich, wenn du arbeitest, mein Markus. Heavy Stone, was damit? So was zu tun. Durch die letzten Reste Lava. Also Eisen wird uns in nächster Zeit niemand. Jetzt war ich einmal oben, hätte ich gleich nach Lava, nach Salzwasser suchen können. Egal. Schön. Gut, Schutz, warum habe ich das eigentlich nicht in das hier reingemacht? Das ist doch effizienter gesehen. Hier läuft das Wasser ab. Na also, haben wir doch. Dann stell Ding mal weiter. Ja. Kann man ja als Heilquelle verwenden. Als äußerst wenig ergänzende. So, was haben wir noch gebraucht? Silkfarmer, richtig? Das ist das einzige, was uns jetzt noch fehlt. Auch schön zu wissen, dass wir sowas nehmen, was ich wissen wollte. S-U-R-V. Fehlt nur noch die Seide, geht klar.
die freizuschalten, was uns jetzt wieder verlangt hat. Hab ich mal vergessen. 16 Mäuse, dreimal richtig. Jawohl. Ich hasse euch. Oh Gott. Ich muss jetzt noch 20 von den Dingern herstellen, aber ich befürchte, die Antwort lautet ja. Was haben wir dafür gebraucht? Tungsten? Titanium? Keine Ahnung. Ich stelle davon noch 10 her, damit es schneller geht. Also, ich kann da nicht. Wir machen das auf die Star Wars für Kingdom Hearts Variante. Zurück. Master. Timber, Fackel, Tungsten brauchen wir dann. Urasteine, das machen wir jetzt bestimmt nicht. Wo wollen wir jetzt tonnenweise von den Dingern hinstellen? Ich habe noch nicht ausgebaut, Utapis, es tut mir leid. Oh, sehe da. Haben wir noch nicht? Nee. Na klar. Ich weiß, dass es jetzt hier nicht gerade sehr behält und so. Jetzt sage mal, wenn wir es. Ist mir egal, ja, so. Aber wir müssen ja auch mal vorbeikommen. Dann. Und die beleuchten ja auch sich von selbst. Das finde ich umso schöner. Zieht sie an, die Viecher. Zieht sie an. Schneller! Ich habe noch mehr vor. Gib Gas schon mal. Kann ich den hinstellen? Wieso könnt ihr eigentlich draufstehen? Ich nicht. Diskriminierung. Disk, ich will sofort den Alien, den Humanbeauftragten. Von Star Wars für Kingdom Hearts. Frechheit. Schon wieder einer. Komm her. Ah, wiedersehen. Unverschämtheit. Na, dann gucken wir mal zu, wie dieses Silke. Ne, jetzt machen wir erstmal was Sinnvolles in der Zwischenzeit. Ausbauen zum Beispiel. Ich wollte ja noch ein paar von den Electronic Tubings da irgendwo unterbringen. Ne? Das wäre ja ganz sinnvoll, wenn wir das mal machen. Das wird mir gleich eine Seele wehtun. So. Und zwar, bitte nicht runterfallen, ja, jetzt klasse. Oh, wir haben nicht mehr sehr viel. Schlecht. Braucht man jetzt aber so viel auch nicht. Uahaha. Ich habe mich schon stürzen sehen. Und ihr mich wahrscheinlich auch. Vielleicht habt ihr sogar Daumen gedrückt. Ich weiß es nicht. Man muss euch ja alles zutrauen. Bam, 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 bam. Ein bisschen größer, damit ein bisschen Glasblock reinkommt, genau. Damit das schön aussieht. Okay, vielleicht nicht ganz so, warte mal. Ich komme nicht mal so hoch. Egal. Ein bisschen Licht, damit ihr auch was seht von dem, was hier geschieht. Lichtdinger, die meinte ich jetzt nicht. Das sind die fürs Raumschiff, die Dinger, die sollte ich mal im Raumschiff vielleicht ablagern gehen zwischenzeitlich. Wäre ja eine Idee gewesen, aber nein. Warum einfach, wenn es auch? Ihr wisst schon. So, dann erstmal die Licht immer noch sehr dunkel für euch, oder? Okay, okay, ihr kriegt ja schon den letzten Lichter, mein Wehe. Was ihr auch für Ansprüche stellt hier. Ja. Oh, das reicht. Nicht abbauen bitte, das wäre klasse. Wo sind sie? Als ob es an den Mann würde. Dankeschön. X-Taste drücken und bitte die richtige. Ja, ich könnte das auch zweietagig machen. Ich überlege es ja auch schon. Dann groß genug ist das hier. Oder von da oben ins runtergehen lassen oder so schräg. Damit hier nicht alles immer so gleichmäßig aussieht. Hoppala, nichts mehr da. Das ist schade.
danke für diese unglaublich hilfreiche Hilfe. Das sieht ja schon fast professionell aus, was ich hier mache. Manchmal habe ich Angst, dass ich das glaube, was ich sage. Kann man die Dinger eigentlich färben? Kann man. Cool. Also für den Moment uninteressant, aber später mal könnte das noch eine interessante Idee sein. So. Egal. Und dann ein bisschen Beleuchtung, solange wir noch haben. Hier. Und hier. Und hier. Und meine Wege noch hier. Nee, so. Sieht doof aus, egal. Da oben noch ein paar Aeropionic Cubings. Wir müssen jetzt auf diese Seile warten. Silk, ihr müsst schon rein. Denn wir ganze zwei haben, das ist nicht schön. Wo sind die Dinger da unten? Denn so genau. Ich bin blind und das ist auch gut so. Gehen wir noch. Twillen wir die Hälfte um. In einer Leiter mal noch hin. Gut. Nein, das will ich jetzt nicht. Aber mal gucken können, wie viele Upgrades wir wahrscheinlich gerade schon gemacht haben. Fällt mir gerade mal so auf. Tutorials. Danke. Nochmal gucken. Science. Selecte. Foto. Hm. Rewards. Immun Oxygen Burning Octave. Interessiert mich nicht. Wenn ihr nicht immun Proto seid, ist es für mich uninteressant. Danke. Ich kriege mir gleich die Silk raus. Ja, was auch immer ihr macht. Ganz wichtige Tutorials, die gucken wir uns dann auch noch an. Solarkraft. Yeah, haben wir schon gemacht, danke. Centrifusion, was wollt ihr von mir? I need a sidearm. Mhm. Ich frag mal was warum. Ja, so würden wir wahrscheinlich auch vorwärts kommen, aber nee, lass mal. Mutter Wisk, mhm. Haben wir noch schon die ganze Scheiße. Deutschen 101. Ah, ich habe meine Palettenmodule bekommen. Wofür weiß ich jetzt auch nicht, aber ich hoffe, es ist meins. Ich mache damit, was ich will. So, jetzt können wir anpflanzen. Was machen wir Schönes? Mmh, Müsli. Fächchen Chips. Mmh, erst seit 3 Stunden im Inventar. Also, jetzt haben wir ja ein bisschen Platz da. Und da oben sind alle merkwürdigen. Hinten können wir ja ein paar brauchbare Dinger machen. Zum Beispiel irgendwas, was Seide ergibt. Titanium machen. War lange nicht. Death Blossom Seeds. Sehr schön. Zum Beispiel haben wir ja. Interessiert wenig. Noch weniger. Ich hasse euch. Haben wir nicht von Ihnen? Habe ich gerade Chili geerntet? Ja, habe ich. Also nein. Auch mal welche. Wächst danach, deswegen. Von mir aus auch das. Aha, Schild. Mhm. Von mir aus? Resistent gegen Shadow Effects. Keine Ahnung, ob ich das noch gebrauchen werde. Wir bauen es einfach mal. Das ist kein Mensch, wofür? Anbauen. Das ist hier der Hintergrund übrigens. Den sollten wir mal kurz einbauen, in welcher Form auch immer. Und ich weiß, ich sollte schon längst Seite ernten gehen, ne? Sieht ein bisschen übertrieben aus, aber naja, gut, was soll's. Wir mögen ja Übertreibungen. Hier auf Xenes Kanal. Zur vollen Stunde. Den ganzen Tag, was? Mhm. Okay, weiter geht's. Die Shadow-Dinger interessieren mich nicht. Hier pflanzen.
Braucht mir. Bleibt damit. Das bräuchte ich wahrscheinlich bald, aber egal. Wachst dann wahrscheinlich wieder mehr. Die Pest. Zeug. So, hab's nicht gesagt. Konnten Sie jetzt gleich mal vorne, können wir auch mal vorbeilaufen, halt holen. Das mit dem Nahanpflanzen habe ich ja schon deaktiviert, rausgenommen, den Mod. Bisschen bereue ich es auch, aber man weiß ja nie. Und die Dinger können auch bis der Platz zur Leiter fertig. Danke. Okay. So, dann macht ihr mal schön. Ohne mich. Oh, alle mit. Da oben was Neues. Nein, gut. Dann halt jetzt. Was gibt's hier? Ihr arbeitet nicht mehr. Warum arbeitet ihr hier nicht mehr? Hier gibt es keine Arbeitsverweigerung, ich sollte mal klar sagen. Ich brauche schon wieder Lava. Sonst geht mir irgendwann Tungsten aus zum Bauen. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, das ist was zu tun. Hauptsache Energie wird verschwendet. Verwendet. Ich würde niemals Energie verschwenden. Warum habe ich da was rein? Das ist Mensch. Carbon und sowas. Immer gut habe ich es. Sag nicht, dass wir es nicht machen. Und wieso ist da oben... Ich verstehe. Wie kommt da Wasser rein? So viel kann das doch gar nicht geregnet. Die haben das irgendwie... Ich verstehe die Welt nicht. Läuft da Wasser aus der Maschine raus oder was? Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Ich muss ernsthaft drüber nachdenken. Gib uns da jetzt Wasser. Silk wollten in dieser Folge, ne? Wir würden, ja, ja, ich bin kurze Folge von ihm. Ganz kurze Folge. Oh, da kommt Silikon raus. Warum sagt man das keiner? Danke. Bio ist okay. Frontambulanz. Seide ernten, wir haben vor. Die hätte ich vielleicht auch mal begrenzen sollen unten, ne? Wie kommt da mal einer? Sechse! Ach so, na das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen viel, was wir gemacht haben. Die Bäume, egal. Zirk. Wer ist unsere Nähmaschine? Ich will auf dem Protoplaneten. Dann eben erst in der nächsten Folge. Kann ich ja noch gar nicht. Muss ich erstmal forschen. Geht klar. Wo auch immer. Was auch immer. Aber hier war's. Danke, jetzt haben wir es nämlich. Nicht verbraucht, wunderbar. Was gibt's hier? Muttervisk brauchen wir. 20 mal Muttervisk irgendwas. Silk. Haben wir die schon? Können wir gar nicht herstellen damit. Nicht, dass das upgraden oder wieso nicht? Verstehe ich nicht ganz. Jetzt will ich es wissen, wenn ich es immer gesehen habe. Fungalalk. Gut, haben wir eh noch nicht. Lebenszeit hinaus nicht. Hm. Haben wir jetzt Silke hergestellt? Danke, jetzt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir genug haben, um unser Proto-Dingstar Survival Kit hier zu schauen. Suff. So, damit haben wir zwar keinen passenden. Vielleicht sollte ich mal einen Augment Extractor bauen. Wo war das? Auto Assembler, Master Assembler, Matte Assembler, was auch immer. Richtig? Org. Irgendwo hier. Braucht man Extractor. Braucht noch 3 Tanks. Gut, das wird jetzt nie das ganz große Problem sein. Au! Wenn ich nicht wieder irgendwo gegenspringe. So, haben wir zwischen ein paar Goldbarren. Oh, wow. Das ist ja sowas von ergiebig hier. Das ist schon hier. Geht uns das Blei aus, sonst könnten wir noch mehr machen. Aber Carbon brauchen wir auch noch irgendwas. Neptunium, Silber, klar noch. Immer her damit. Titanium. Ja, warum denn nicht? Ist das schön, wenn das mal zur Abwechslung hängt. Ja, Tanks haben wir noch ein bisschen. Gut. Dann... Was hab ich jetzt noch zu ruhig? Augment Extractor. Ich hau mit einem scheiß Material. Augmente. Ja. Ein Upgrade. Ja, sicher doch. Sonst noch was? Ich meine, nee, nee. Okay, machen wir das. Zack. Eigentlich für unsere Kleidung und für das heute. So. Schön, Hitzeresistenz brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht.
Du kommst hier hin. Was ist hier drin? Feeding. Das nehmen wir mal raus. Wieso habe ich jetzt eigentlich tonnenweise davon? Brauche ich doch gar nicht. Egal. Type S Survival Pack. Achso, Poison Immunity sollte ich vielleicht auch clever aufbauen, ne? Weil man weiß ja Poison und so. Poison! Poison. Der Fisch. Da 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 da. Was? Barrier? Bio-Use Shield. Das werden wir nächster Zeit wahrscheinlich nicht haben, oder? Ja, nicht mit P. Mit P. Die suche ich jetzt noch. Also, Poison. P-O-I, danke. Protocyte Shield, was macht der jetzt? Immune Protopoison, ja, leck mich. Das brauchen wir jetzt. Haben wir Protopoison Immunity oder sind wir nur allgemein? Weiß kein Mensch. Das ist schon verdächtig genug. Können wir aber eh nicht herstellen nächste Zeit. Poison Shield. Protocyte Shield, ja, leck mich doch. Liquid Protocyte kriegen wir jetzt nicht hin. Dafür müssen wir da hin. Egal, wir haben das Ding jetzt. Wir haben noch Feeding rein, weil wir gerade dabei sind. Dann müssen wir futtern müssen den ganzen Tag. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben die Immunsäure. Muss reichen. Mehr gibt's jetzt nie. Hoch, hoch zum Teleporter. Dann ist die Folge beendet und wir gehen auf den nächsten Planeten. Wir machen Fortschritte. Ist das nicht schön? Ich kann jetzt meine Tasse Cappuccino trinken, die seit 40 Minuten vorne steht. Oder einfach mal eine neue machen. Ich kann ja von hier aus direkt beamen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Freut euch drauf. Wir suchen uns Protocyte. Xenod.